Lasse ihn in seinem eigenen Tempo arbeiten und suche dir stattdessen einen Mann mit 100.000. Er grüßt euch, Burm. Dating-Probleme der Besserverdienerinnen. Den Artikel schauen wir uns heute mal an, denn wir lesen schon hier in der Überschrift, sie ist abgeturnt wegen seiner fehlenden Kohle. Ursprünglich von Momsnet hier rausgezogen. Da sehen wir schon die ja, Karrierefrau, wie sie arbeitet. Er hat keinen Ehrgeiz, regt sich darüber auf. Schauen wir mal, was wir hier lesen können. Sie hat den perfekten Mann gefunden. Für sich und ihre kleine Tochter. Oha, da lesen wir schon Beta Bugs, ja, der Beta Bugdackel, der Zahlesel. Und da ist es natürlich schwierig, wenn der nicht zahlen kann. Klingt jetzt derbe, aber es ist halt auch wieder komischerweise, muss wahrscheinlich an dem Bestätigungsfehler nur liegen. So der Fall, dass eine Frau, wie wir wissen, ja, tendenziell den strategischen Pluralismus fährt. Hypergamie, ne? Mr. Sexy für die guten Gene, wie wir später nochmal uns hier anschauen. Der obere, der ist dann sozusagen dafür da, primär in der Tendenz natürlich und später, wenn in diesem Mann nicht beide Teile kultiviert sind, dass der dann auch der Mr. Stabil ist mit Statuspotenzial, Einkommenspotenzial, emotionale Stabilität, Sicherheit und so weiter, dann Giovanni, du weißt, es geht nur ums Geschäft. Dann sehen wir diesen Klassiker mal wieder, wo es auch Unterschiede bei der Loyalität bei den Geschlechtern gibt, in einem bestimmten Fokuspunkt. Das ist auch sehr interessant. Aber zuerst nochmal zurück zum Artikel. Doch er verdient wenig und zeigt auch keinen Ehrgeiz, das zu ändern. Ne? Auch sehr interessant. Es geht primär nicht immer darum, dass der Mann den dicken Geldbeutel hat. Stimmt also auch nicht dieser Satz, den wir öfters hören, ja, Frauen warten an der Ziellinie und nehmen dann den Gewinner. Nee. Es geht wirklich darum, um diese Aktiendynamik. Wenn der Mann diesen Ehrgeiz hat, diese Ambitionen, dann wird eine hypergame Wette gemacht in diesen Teilaspekt des Mr. Stabils. Sie zahlt alle Rechnungen und allmählich verändert sich der Blick auf ihn. Oh, da merkt man schon, hypergame Zweifel. Die Uhr tickt hier für den Mann. Er ist angezählt. Die Managerin fragt sich, wie sie ihre Beziehung retten kann. Als Sugar Mama sieht sie sich nicht. Das ist ja auch das Lustige, ne? Frauen geben Geld für sich selber aus, Männer geben Geld für Frauen aus. Außer wenn sie es nicht können, dann kann es gefährlich werden. Und als Mann ist sowas natürlich viel eher möglich, weil Männer viel eher diese Retter-Helfer-Rolle übernehmen wollen, als es jetzt, wie schon mal gesagt, die Frauen machen würden. Von wegen Hausfrau und abhängig. Frauen haben heute Erfolg und Einkommen, genau. Und das bringt neue Probleme mit sich. Eine Britin, Mutter mit Tochter, sucht anonym Rat im Forum vom Momsnet. Ihr Problem, nach einigen gemeinsamen Monaten ist sie zusehends von ihrem Partner abgeturnt. Oh, brutal, ey. Es ist immer das Gleiche. Wir sehen es ja auch in den Studien, wenn es darum geht, ne? Bei den Diskrepanzen auf dem Heiratsmarkt. Wenn man da ein bisschen runterschauen mit diesen neueren Daten, zeigt sich wieder das Ähnliche, ne? Dass diese Männer, die verheiratet sind, dass diese Ehemänner 58% höheres Einkommen haben im Vergleich zu den unverheirateten Männern. Und das ist ja das Spannende, sie verdienen ja nicht mehr als Konsequenz dessen, dass sie verheiratet sind, sondern sie werden ja erst von Frauen gewählt, weil sie ja viel mehr verdienen. Das ist ja auch in der Masse dieser Knackpunkt. Oder auch hier, ne? Sie haben 30% mehr die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu haben und 19% haben einen College-Degree oder übersetzt bei uns einen Universitätsabschluss, weil hier auch der Klassiker, ne, das Problem der großen Frau, weil das Problem, ne, der Augenhöhe, da wird natürlich da auch nach oben geschaut. Oh, 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 Geldbeutel, oh, 2,10 Meter, oh, klingt gut. Und das ist dann das Ding, ne, weil er kein Geld hat und darauf vertraut, dass sie die Dinge schon regelt. Das ist ja das Nächste, ne, eine Frau, vor allem die schon Koffer mit dem Gepäck hat, die Kinder von Karl in dem Fall, möchte ja nicht ein zweites Kind haben. Und da sucht sie natürlich diesen Typen, ja, Typus Ackergaul, Mr. Stabil und so weiter. Und wenn der das dann nicht erfüllt, keine gute Voraussetzung, denn vom Vater ihrer Tochter hat sich die Frau getrennt, weil der sie finanziell ausnutzte. Und das ist ja breit gefächert, ne? Was bedeutet denn das genau? Das wird leider Gottes nicht weiter
geschildert. Aber das sind ja häufig dann auch sekundäre Rationalisierungen, wenn die Männer hier an Flughöhe dann verlieren, in all diesen Aspekten. Und da kann es natürlich auch sein, ne, dass er dann zu wenig Cash auch hatte. Aber der Knackpunkt ist der folgende, um dann nochmal diese Dynamiken aufzuzeigen. Der Mr. Sexy, der braucht ja nicht immer diese finanziellen Aspekte, denn da geht es primär um die Männlichkeit, Stärke, Mut, Kompetenz, Persönlichkeit, Verführung und Game, ja. Wie geschmeidig kann der reden, wie bedürftig ist er, wie distanziert ist er, auch Thema Selbstinteresse, was eine Konsequenz oder eine Ursache häufig dann auch in dieser Wechselwirkung dann auch ist. Physische Attraktivität, physische Fitness, praktische Intelligenz. Ne? Frauen finden Intelligenz nur dann sehr interessant, wenn das einen Mehrwert bringen kann im Punkto der Kompetenz und im Punkto der Ressourcenakquise. Wenn es dann auch um den Mr. Stabil geht, den Versorger, das ist der Beziehungsmarktwert, da heißt dann zudem noch höherer Status, Potenzial, ne, wie wir es vorhin gelesen haben, dass er eben diesen Ehrgeiz dann auch haben darf. Ansonsten schaut es schlecht aus. Höheres Einkommen, ne, Potenzial, Nützlichkeit, Sicherheit und Stabilität, emotionale Stabilität, aber natürlich auch finanziell und auf alle Fälle natürlich meistens über der eigenen Körpergröße übertragen auf die Geldbeutelgröße in diesem Fall. Weil das ist auch immer sehr, sehr wichtig im Punkt der Hypergamie zu differenzieren, weil letztens ich erst wieder gehört habe von einem, der jetzt gerade Anfang, ja, 25 um den Bereich ist in der Ausbildung, der noch nicht den Status und das Einkommen hat, aber trotzdem kann er hier schon mal Mr. Loverboy, wenn er die Fitness hat, Muskeln, Form und hier natürlich Face-Looks-Maxing macht, ne? Und natürlich auch nicht zu vergessen, hier Thema Charisma, Verführung, groß aufschwätzen können in einem sozialverträglichen, sozialkompetenten Aspekt. Aber es geht in dieser Geschichte darum, unseren Planeten zu retten. Deshalb musst du noch heute Nacht mit ihm schlafen. Weil das schmeißt dann das Feuer eben an im Keller. Kommen wir mal zurück zum Text. Sie, Pseudonym Oregano Oregano, arbeitet im oberen Management und macht über 100.000 Pfund im Jahr. Er kommt nur auf 25.000. Und wisst ihr, das ist ja dann immer das sehr Interessante. Frauen oder vor allem Feministen reden ja immer von der gläsernen Decke nach oben, dass sie nicht weiterkommen. Aber Männer haben eine gläserne Decke nach unten. Das, was wir hier so deutlich sehen und was ja sehr, sehr häufig dann auch der Fall ist, wenn die Männer da runterkommen unter diesen Themen und nicht mehr die Mindestanforderungen des hypergamen Standards erfüllen, der ja eh so krass inflationärer wird von Tag zu Tag, dann werden sie eben nicht von Frauen selektiert. Zeitgleich beschweren sie sich aber, ja, warum sind denn da meistens noch Männer oben in diesen Führungspositionen? Oh, ja, keine Ahnung. Also, ich könnte da keine Motivation sehen, warum das der Fall ist. Komisch. Sie lernten sich in der Firma kennen und erst langsam schätzen. Sie musste sich erst von ihrem Ex erholen. Ja, da wissen wir schon, 96 Stunden, dann ist der passé. Das ist ja auch das Interessante, wenn es hier darum geht, um das Thema Loyalität oder den Ex sozusagen, ja, sich davon zu erholen, sehen wir auch häufig, ne? Männer brauchen viel, viel länger, wie wir auch im Literaturverzeichnis des ewigen Hasses festgehalten haben. Und Frauen, da geht es viel schneller. Natürlich erstens, weil im Urteil, ne, der Mann ist weggestorben, zack, musste der Neue her. Und zweitens, das ganze Thema Loyalität sieht ja bei den Geschlechtern unterschiedlich aus. Ne? Hat mir auch ein Zuschauer ein Video zugeschickt, das kann ich euch unten mal verlinken. Da geht es eben auch von so einem Psychologen darum, dass Frauen viel mehr Loyalität zu ihren eigenen Emotionen haben und Männer viel mehr eine Loyalität zu Prinzipien wie Ehre oder alles rund ums Thema ein Mann, ein Wort oder auch bestimmte Prinzipien. Und bei Frauen ist es vielmehr auf die Emotionslage letzten Endes dann gefußt. Deswegen sind ja dann Männer teilweise so, ja, erzürnt oder fallen aus allen Wolken, weil sie nicht das gleiche Konzept von Loyalität und Ehre teilen. Oder teilweise bei Frauen gibt es ja gar nicht solche Ehrenkulturen, die meistens ja Männer dann aufbauen. Und da gibt es eher diese Loyalität zu den eigenen Emotionen. Deswegen kann eine Frau, wenn sie vor allem viel schneller sich entliebt, ja, weiter natürlich loyal sein, weil sie ja ihren eigenen Emotionen gegenüber loyal ist und der Mann vielmehr sein Konzept, was eben alle Männer meistens haben, von Ehre, Samurai, ja, wir haben das doch uns geschworen, bis dass der Tod uns scheidet und hier, und dann verstehen sie das nicht. Aber da gibt es ja eben diese massive Geschlechterdiskrepanz, die es ja dann auch nochmal hier in diesen ganzen Loyalitätsprogrammen ähnlich herauskristallisieren konnten, ne?
dass loyale Frauen letzten Endes viel mehr in diese ganzen Themen Innovativität hier, was Neues, eine Zwiebel, auch die Klassiker, ne? Wenn wir schauen bei den ganzen Romanen, da muss der Mann sich auch immer neu erfinden, Next Level, neue Stufen, neue Persönlichkeitsentwicklung, was Neues anfangen, oh Gott, er bleibt spannend, er hat immer noch diesen Ehrgeiz, immer noch diese Ambition, dann bleibt die Frau auch loyal zu ihren Gefühlen und damit auch zum Mann, weil der wiederum diese Gefühle oben hält, ne? Emotionale Eintagsfliege, Tanzäffchen überspitzt gesagt. Und bei Männern hat man eben herausgefunden, dass es viel eher zu diesem Mehrwert an sich dann ist, ne? Das ist das Spannende. Und da geht es ja dann auch viel mehr um diese Prinzipientreue oder auch viel mehr diese Themen, Familie ist alles, wir müssen zusammenhalten, wir gegen den Rest der Welt als geschlossene Gruppe. Das ist eher so ein Männerding. Aber bei Frauen hört es dann schneller auf, tendenziell natürlich, für die nicht alle Polizei, sonst kommen die jetzt gleich wieder raus, wenn die Emotion aufhört, weil sie sehr loyal ihren eigenen Emotionen gegenüber sind im Vergleich zu Männern. Das ist eben das Krasse, weil da eben dieses ganze Thema Ehre komplett anders gemünzt ist. Deswegen sehen wir da ja immer wieder diese größeren Unterschiede. Das Geld sei im Prinzip kein Problem, so die anonyme Mutter. Sie schätzt, wenn er sich ranhalten würde, könne er in 3 bis 5 Jahren dorthin gelangen, wo es jetzt ist. Das ist ja das, ne? Bedingungslose Liebe, Zwinker. Ja, das ist aber dann halt oftmals ernüchternd von Männern, weil die viel mehr einfach von sich aus geliebt werden wollen. Das gibt es aber weitaus häufiger für Frauen, die werden einfach so geliebt, ne? Weil Männer in der Tendenz das werdende Geschlecht sind. Und das siehst du ja auch, wie das hier selektiert wird. Ganz Businessfrau habe sie ihm klar gesagt, dass er auf Dauer mehr verdienen muss, damit eine langfristige Beziehung realistisch ist. Und da stellen wir uns jetzt mal vor, da würde ein Mann herkommen und sagen, du, weißt, bitte nicht über 50 Kilogramm, weil ansonsten weißt du ja, wo die Haustür ist. Ne? Twitter würde explodieren. Ein Vertun ist nicht möglich, erklärt sie auf Nachfrage im Forum. Natürlich habe sie das Gespräch im Kalender notiert. Brutal. Ey, pass mal auf, Schneck, in 2 Monaten bist du hier wieder in Topform. Ansonsten tick-tack, tick-tack. Wenig Ehrgeiz bei ihm. In ihrem Job gehe es um Provisionen, erklärt sie weiter. Man müsse viele Stunden arbeiten, um erfolgreich zu sein. Am Anfang habe er sich auch rangehalten. Heute sieht es aber so aus, ich zahle 99% der Kosten, einschließlich der Kosten für einen Urlaub, für alle auswärtigen Mahlzeiten und er übernachtet immer bei mir. Ich habe sogar schon sein Essen mit seinen Eltern bezahlt. Das ist schon krass, ne? Aber ich habe gedacht, das wollten sie irgendwo, diese Gleichberechtigung auf Augenhöhe, Gleichstellung. Also, dass sie hier ihren eigenen Urlaub bezahlt und so weiter, verstehe ich nicht. Dummerweise hat sie sich inzwischen richtig verliebt. Ja, dass jemand die Loyalität, wenn die Emotion da ist, bleibt aufrechterhalten. Er ist wirklich der liebevollste, freundlichste Mensch, kommt fantastisch mit meiner Tochter zurecht. Und das siehst du natürlich, sie weiß ja irgendwo unbewusst, dass ihr Marktwert durch Tochter mindestens 2 Punkte sinkt und da erfüllt er natürlich den Ersatzpapa, der Beta-Bucks, wie es im Englischen heißt, oder auch der gemeine Buckdackel, der hier Anderleuts Kinder erzieht und da zumindest emotionale Ressourcen, Zeit und so weiter hier reinsteckt, ohne leider Gottes dabei seinen genetischen Auftrag erfüllen zu können. Aber jetzt, wo sie bemerken musste, dass seine Arbeitsmoral nachlasse, habe sie langsam die Schnauze voll. Also er kümmert sich anscheinend hier als braver Hausvater um die Tochter und hier ist sie ja auch engagiert und zeitgleich beschwert sich, dass er keine Kohle ranschafft und die Arbeitsmoral nicht da ist. Also. Und das ist ja auch so ein faszinierender Doppelstandard. Ne? Jetzt hast du hier den Hausvater 50 Shades of Hausmann und du als Frau bist zur Karrierefrau geworden. Ja, und dann passt sie ja auch wieder nicht. Wie es der erste Prophet damals schon gesagt hat. Deswegen sind sie so unglücklich. Emanzipation. Guck dir das Abo so enden. Nur am Planet. Da regen sie sich ja auch immer auf. Ah, es ist so schwer, Hausfrau und zeitgleich Karrierefrau in einem zu vereinen. Und zeitgleich der Mann, der soll das bitte sofort dann machen. Ihre Frage an die Community. Was würdet ihr in meiner Situation tun? Der Kopf sagt, dass ich die Dinge beenden soll. Das Herz fleht mich an, ihm eine Chance zu geben. Nochmal, ne? Frauen sind loyal zu ihren Emotionen und solange diese noch da sind, weil hier diese Grundprämissen erfüllt sind und zudem natürlich der Mann hier, ne,
werdendes Geschlecht gerne bedienen darf, Ambitionen noch mehr und so weiter, dann läuft der Ofen. Aber bitte nicht zu lang, ne? Die Aktie, ihr müsst sie langsam abstoßen. Tut mir leid, Giovanni. Aber jetzt ist das Bauchgefühl noch da. Deswegen lasse ich dir noch ein paar Tage Vorlaufzeit. Im letzten Absatz lesen wir dann, kein Königsweg für sie. Ratschläge gibt es schon, aber keine echte Hilfe. Denn die Meinungen sind gespalten. Viele glauben, dass er die reiche Freundin nur benutzt. Ein Kommentar, leider musst du das beenden. Ich werde komplett abgeneigt. Wie du arbeite ich unglaublich hart und erwarte von den Menschen, dass sie sich selbst motivieren. Sei nett zu ihm, aber sage, dass dies nicht so funktioniert. Es ist so krass, ne? Dass sie da wirklich sagen, oh, jetzt haben wir dich jahrzehntelang zum Beta-Buck-Dackel erzogen und jetzt funktionierst du nicht mehr so als Karrieremanzifix. Und jetzt ist es auch wieder nicht rechtsifix. Andere finden, dass sie auf ihren Partner herabsehe. Ja, das ist halt das Problem, ne? Weil Augenhöhe entweder geradeaus oder nach oben. Und wenn er unten ist, hinfort, Fußvolk, der eigentlich nichts dafür könne, dass sie keinen Mann mit super Einkommen habe. Lasse ihn in seinem eigenen Tempo arbeiten und suche dir stattdessen einen Mann mit 100.000. Du bist nicht fair. Aber das ist ja das, ne? Sie hat ja das Problem, dass sie schon ein Kind hat und zudem wahrscheinlich schon Ü30 Oma prämumifiziert. Und da kann sie sich halt nicht mehr diesen Mann mit 100.000 leisten, der auch alle anderen Punkte von der Strichliste erfüllt und natürlich Mr. Sexy und Mr. Stabil in einem noch dazu ist und zudem noch die Tochter vom anderen Deppen großzieht, wenn er seine eigene Familie möchte und da eben mehr Auswahl hat durch höheren Status und so weiter und so fort. Aber das wollen sie einfach nicht checken. Das ist halt hier dieses Problem. Doch trennen möchte sie sich nicht. Er gibt mir das Gefühl, sicher und geschätzt zu sein. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, dass ich ihm vertraue, was nach einer missbräuchlichen Beziehung, ne, das ist ja auch immer sehr ambivalent, was ist denn genau da passiert? Hat er sich dann nimmer betaisieren lassen oder sonst was? Ne? Jeder Ex war dann plötzlich der Narzisst. Das ist ja total neu, diese Dynamik. Nicht etwas ist, von dem ich dachte, dass ich es jemals wieder fühlen würde. Und Frauen stehen oft auf Bad Boys. Ja, wer hat denn das Kind letzten Endes gezeugt? Und zeitgleich, komischerweise, ich weiß nicht, wie das dann immer so stark korreliert, ja? Dass der dann dieser narzisstisch-böse, missbräuchliche Typ dann auch zeitgleich war. Ich habe gedacht, Frauen stehen immer auf diesen netten Typen. Vor allem, wenn es um die Kinder Thematik geht. Alles in unserer Beziehung ist großartig. Es sind nur die Finanzen. Zeitungsartikel. Immer noch in den oberen Riegen des Managements sind mehr als 80% Männer. Zeitgleich regen sie sich dann immer auf, verdient zu wenig. Ich sag's euch, Frauen sind die Treiber des bösen Kapitalismus schlechthin. Weil sie ja immer wieder diese Männer auch wählen. Zeitgleich können sie sich halt aber auch nicht anders entscheiden, ne? Weil Anziehung ist halt immer noch nicht verhandelbar. Weil Anziehung ist und bleibt halt keine bewusste Entscheidung. Der beste Rat, den sie bekam und wohl auch annehmen will, lautet, dass sie die Ausgaben für ihn begrenzen und dauerhaft mit ihm an seiner Arbeitsmoral arbeiten solle. Ja, genau, das funktioniert ja dann ganz bestimmt. Das ist ja auch immer sehr interessant, dass sehr, sehr viele Frauen, auch hier für die nicht alle Polizei, natürlich nicht alle, aber trotzdem sehr viele, immer den Mann wählen, meistens natürlich Mr. Sexy, und sich dann im Nachhinein hinrationalisieren. Ja, den kriege ich schon noch so hingeschmiedet, wie ich ihn möchte, das da und da arbeite ich mit dem dran und das und so weiter und so fort. Ich kann ihn ganz bestimmt ändern, ne? Und das hält sie natürlich dann an der Karotte, bis sie ihn dann geändert haben, aka betaisiert, perfekt dressiert. Und dann, puff, hört plötzlich die Liebe auf, dementsprechend die Loyalität. Und dann heißt es wieder, ach ja, der war irgendwie missbräuchlich, der wollte auch bloß an mein Geld, wie wir anfangs gelesen haben. Oder ähnlich. Ja, und das ist wichtig, dass Männer das verstehen. Dementsprechend dann auch überhaupt nicht sauer sind, ja, weil es ja tendenziell einfach evolutionspsychologische Grundtendenzen sind. Und dementsprechend es ja einem viel leichter macht als Mann, auch hier bessere Frauen auch auszuwählen, gerade nicht die, die dann von anderen Leuts Kindern noch das Gepäck dabei haben und sich noch aufregen, dass ihr nicht genug Kohle ran schafft. Also, damit kommen wir aber mal zum Ende.
Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass ich euch diesen köstlichsten Hass, also Widerspruch, näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.